Yo Leute, was geht ab? Team Bubble hier. Und heute haben wir den Jörg mit einem kleinen Interview, nachdem er am Wochenende auf der WM war. Jo, hi. Nochmal Glückwunsch, dass du da teilgenommen hast und sowas. Das war echt cool. Okay, aber dazu kommen wir noch später. Erzähl uns doch mal was über dich. Wie lange spielst du schon? Woher kommst du und sowas? Also theoretisch habe ich mal angefangen mit Deutschland Julian Kalber, aber ich habe dann nur kurz gespielt. Turniermäßig gar nicht. Das hat erst angefangen 2010. Ursprünglich komme ich aus Stadtgeist-Pyritz in Brandenburg und seit letztem Jahr wohne ich in Berlin. Okay. Und ja, da studiere ich halt Wirtschaft. Die EM, war das dein erster Top oder hattest du davor schon ein paar Erfolge? Mein erster Non-Premier-Top war 2014 HDK, da war ich Top 8. Okay. Und davor, im selben, also dieses Jahr, war ich Top 16 bei der Deutschen Meisterschaft. Da habe ich dann in Top 16 gegen Alper verloren. Okay. Und davor Vorrunden war ich knapp reingerutscht nur. Aber ja, das war mein erstes Premier-Event-Top, sag ich jetzt mal. Und dann bei der EM, da bin ich eigentlich relativ deutlich reingekommen mit zu 2 und 24. von bei Top 64 Grad. Ja. Ja. Dann war das ja ein gutes Jahr für dich. Ja, kann man so sagen. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen noch über die EM. Also, du hast ja Necros gespielt, oder? Ja, genau. Ich habe Necros gespielt. Ja. Am Anfang bin ich. Der Start war relativ schwach. Ich bin mit 2-2 gestartet. Hab gleich die allererste Runde verloren und die dritte Runde verloren. Okay. Oder vierte Runde, weiß ich nicht. Und vierte Runde war es. Und ab da habe ich jede Runde gewonnen. Bis zum Finale. Hatte dann, insofern Glück, dass meine Gegner zum Teil Sachen nicht zu Ende überlegt haben und Dinge gemacht haben, die vielleicht nicht so schlau waren. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie Spielfehler gemacht haben, aber die waren halt vielleicht, keine Ahnung, die haben sich das nicht so richtig durchdacht. Ich weiß nicht. Es war, ist unglücklich für sie gelaufen und ich hatte halt das Glück, davon zu profitieren. Mhm. Am Anfang habe ich noch Fehler gemacht. Die erste Runde habe ich durch Spielfehler verloren. Okay. Die zweite Runde, also die vierte Runde, die halt, weil mein Gegner wirklich richtig sah, nicht hatte, aber naja, passiert. Und ab da habe ich halt bis alles vorbei war, also bis Top 4, nicht mehr so viele Spielfehler gemacht und beziehungsweise fast gar keine mehr. Deswegen lief es dann auch und konnte ich dann dadurch profitieren, dass meine Gegner halt Fehler gemacht haben. Und so soll es eigentlich auch sein, so sollte Yu-Gi-Oh! Funktionieren, dass man dadurch gewinnt, dass die Gegner Fehler machen und man selber irgendwie besser gespielt hat. Ja. Aber ist leider nicht oft so. Okay, und erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Zwischenraum, also den Zeitraum zwischen der EM und dann der WM. Also, wie lange ist das so und was passiert da so dazwischen? Das war so ein Monat. Okay. Oder ein bisschen mehr, keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Ich glaube, anderthalb Monate oder so, ich weiß nicht ganz genau, wie viel es war. Aber es war nicht so viel, die Zeit, die dazwischen lag. Und naja, am Anfang war ja erstmal spekulieren, was für eine Verbotenliste wird gespielt. Ja. Weil es war ja unklar, ob wir eine neue Verbotenliste bekommen. Die sollte ja eigentlich, normalerweise kommt die ja immer zum 1.7. Aber da kam ja keine. Mhm. Und ja, deswegen war es jetzt unklar, ob wir jetzt mit der aktuellen Liste spielen, die wir haben, und also dann gemixt mit der japanischen Liste. Oder ob wir vorher noch eine neue bekommen und dann damit spielen, so wie es jetzt halt passiert ist. Und das wussten die selber nicht so richtig. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die gefragt habe, wurde ja per E-Mail dann kontaktiert von Konami. Okay. Wegen Details von meinem Reisepass und so weiter. Ich muss ja den ersten Reisepass beantragen, hat ja vorher keinen. Weil für Reisen innerhalb von Europa braucht man sowas ja nicht. Ja. Jedenfalls, sagen wir mal so, als Deutscher braucht man das nicht. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, woanders herkommt, braucht man da durchaus welche, habe ich mir sagen lassen, aber ja. Dann irgendwann haben sie mir dann halt per E-Mail die Verbotenliste zugeschickt und dann wusste ich halt, okay,
was einem erwartet, was man spielen können wird und was nicht. Und dann konnte man sich da überlegen, welche Decks gut sind, potenziell, und entsprechend ein Deck bauen. Okay, und, ja. Und wie bist du dann zu Harpyen gekommen? Zu Harpyen bin ich gekommen, weil unterm Strich die Decks, die wir halt rauskristallisiert haben, die gut gewesen wären bei der WM, es wären halt alles Decks gewesen, die viel auf viel Backrow setzen. Ja. Und dagegen kann man eigentlich relativ leicht mit Harpyen gewinnen, wenn man mit dem Schwefelzauber und mit Icarus-Angriff und mit was weiß ich nicht allem da ganz leicht durch die Backrow durchbrennen kann. Und ja, insofern wäre es dafür die beste Wahl gewesen. Unglücklicherweise musste ich die ersten beiden Runden direkt gegen Necros spielen bei der WM. Und dagegen ist das Deck natürlich nicht ganz so gut. Sag mal so, wenn man das Feld einmal clearen kann von denen, denn ich meine, die haben nur ein einziges Unicore, und dann können sie halt nichts mehr machen. Jedenfalls nicht, was mich jetzt irgendwie stört. Ja. Könnten sie dann nichts mehr machen und ja, aber das, ja, dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Wahrscheinlich, Also hast du nicht so mit so viel Necros gerechnet, oder? Ich habe persönlich Necros in Betracht gezogen, selber natürlich zu spielen. Okay. Und demzufolge habe ich dem Deck auch Chancen gegeben, dass es irgendwelche anderen Leute spielen. Aber ich habe es nicht erwartet, dass es so viele sein werden. Weil es war im Endeffekt, wenn so wie ich es mitbekommen habe, das häufig gespielteste Deck bei der WM. Ja. Und ja, das habe ich wirklich nicht erwartet. Da hätte ich, ja, das habe ich nicht kommen sehen. Aber ja, so ist es manchmal. Das war halt, das ist so ein ganz besonderes Format, das ist halt nur einmal im Jahr. Und auf ein normales Turnier, da kann, weiß man ja ungefähr, was einen da so erwartet, aber ja. Bei so einem Turnier, wo man keine Erwartungswerte hat, das ist ein bisschen blöd. Ist verständlich. Also bist du dann nach Japan geflogen und wie läuft das dann so ab? Also willst du uns ein bisschen erzählen, wie das dann nach der Ankunft und so war? Also erstmal läuft es so, man hat Flugtickets bekommen per E-Mail. Okay. Und checkt dann am Flughafen, muss man dann erstmal einchecken. Kriegt dann aber einen direkten, wir haben eine direkte Verbindung bekommen von, ich musste zweimal umsteigen in Finnland, aber mein Gepäck, was ich mitgenommen habe, das haben die automatisch durchgeschleust, dass ich muss es nicht in Finnland erst abholen und dann nochmal abgeben, sondern das haben die direkt in den nächsten Flieger, vom einen Flieger in den nächsten Flieger transportiert. Da musste ich mir keine Gedanken machen, das war ziemlich cool. Ja. Und ja, denn als wir angekommen sind, haben wir dann erstmal bloß noch ins Hotel eingeschickt und dann war der Tag mehr oder weniger schon gelaufen. Dann hatten wir so Freizeit, konnten wir so ein bisschen durch die Stadt gehen und so. Ja, erstmal sind wir in Osaka angekommen, dann sind wir mit dem Bus nach Kyoto gefahren. Das war so ungefähr 1,5 Stunden mit dem Bus, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ja, da konnte man sich so ein ganz guten Bild von dem Land und so weiter machen. Man hat halt viel gesehen, war halt eine lange Fahrt. Und ja, am ersten Tag, wie gesagt, wir sind Donnerstag angekommen. Okay. Also Mittwoch geflogen und Donnerstag angekommen, wegen der Zeitverschiebung und Block. Ja. Und weil der Flug an sich war nämlich gar nicht so lange, es waren nur so 12 Stunden insgesamt. Mhm. Aber wir sind ja schon, keine Ahnung, um 11 Uhr oder so losgeflogen am Mittwoch. Aber wir sind erst Donnerstag um 9 Uhr Ortszeit angekommen. Und ja, das war jetzt ein bisschen verschoben und naja. Am Donnerstag macht man halt nichts weiter. Da checkt man nur ein ins Hotel und dann kann man machen, was man will. Am Freitag, da muss man seine Deckliste abgeben. Und da haben sie uns erstmal die Halle gezeigt. Ja, die Halle war genau gegenüber vom Hotel. Also man muss sich vorstellen, Hotel, Straße und dann ist die Location. So, ja, und für den Weg haben sie uns extra mit Bus rübergefahren. Okay. Ja, das war richtig unnötig, aber naja, war halt so. Und ja, dann haben sie uns da alles gezeigt, wie wir das spielen, diese Tische und überall, jeder Tisch war mit Kameras ausgestattet. Okay. Weil die alles aufgenommen haben, jedes Spiel. Und ja. Wir müssen halt Decklisten schreiben und der Unterschied ist, zu normalen Decklisten schreiben, ist, dass wir diesmal die Kartennummer aufschreiben mussten. Okay. Weil die irgendwie für die Feature-Matches gebraucht haben. Ja, und
war halt ziemlich nervig, weil ich hatte ganz oft zwar dreimal die Karte in derselben Seltenheit, aber die waren dann trotzdem aus verschiedenen Editionen. Ja. Und dann musste ich die halt immer separat aufschreiben. Ja, das war schon ein bisschen nervig. Und ja, ansonsten waren wir am Freitag noch in einem japanischen Yu-Gi-Oh!-Laden tagsüber am Bus angefahren. Also es war so ein Einkaufszentrum und da war halt so eine Etage, da gab es halt so einen Kartenladen. Mhm. Da haben wir so ein bisschen zugeguckt und naja, habe ich schon gesehen, dass demnächst sehr, sehr starke Sachen rauskommen. Okay. Also die haben da Kombos gemacht, die, naja, die waren nachvollziehbar, wie die funktionieren, aber die waren sehr, sehr stark. Das kann ich schon mal sagen. Alles klar. Ja, Samstag war dann das Turnier. Das funktioniert so, zwischen den Runden ist man immer in so einem Aufenthaltsraum. Da gab es Getränke und Essen. Ja, apropos Essen, da fällt mir gerade noch ein, am Freitag hatten wir ein Dinner mit allen Spielern und allen Helfern, die da so waren. Und ja, da haben sie hier uns auf die Bühne geholt, haben Fotos mit uns gemacht, Einzelfotos, dann Teamfotos von Team Europa, beziehungsweise die haben Team Europa und Australien, beziehungsweise hier Neuseeland, hier Ozeanien, so. Ja. Das haben sie zusammen in einem Team gemacht. Und dann nochmal ein Foto mit allen Teilnehmern. Und ja, da gab es so asiatisches Buffet und Getränke, alles mögliche, ganz normal, so Teesorten und Orangensaft, da gibt es ganz, ganz viel Orangensaft. Okay. Ja, da gab es, wir hatten noch jedes Mal Frühstück. Also war so Halbpension sozusagen, das Hotel war übrigens für zwei Leute ausgelegt, die Zimmer jeweils, aber immer nur eine Person pro Zimmer. Okay. Also es gab jetzt nicht ein Doppelbett und es gab zwei einzelne Betten, die in dem Zimmer drin waren. Es war, ja, ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, wozu das zweite Bett ist, weil man durfte da keinen Gast mit reinnehmen oder so. Okay. Und ja, deswegen, es war ein bisschen unnötig, sag ich jetzt mal, aber naja. Wenn sie das Geld haben, warum nicht? Ja. Ja, und am Sonntag, da gab es dann Public Events. Die nicht in den Tops waren, die beziehungsweise die in Top 8 rausgeflogen sind, die haben so ein Challenge Duelist gespielt. Also haben wir uns hingesetzt und dann kamen da Leute, die bei Public Events mitgemacht haben und die konnten uns herausfordern. Okay. Und ja, das war ganz cool, aber man muss halt damit rechnen, dass man jedes Mal verliert, weil die Japaner halt spielen konnten, was die aktuell nicht Meter spielen. Und ja, da haben die halt Federwisch und was weiß ich für alles, okay, für brokene Karten, ja, die man denn da ins Gesicht bekommt. Aber ich habe tatsächlich 2 von 4 Spielen gewonnen. Nicht schlecht. Das war ganz cool. Aber ja, man hat schon gesehen, dass die Decks viel, viel besser sind, die da bald kommen. Dieser ganze Power Creep und so weiter. Ja. Das wird noch weiter gehen. Ja. Willst du uns ein bisschen was über den... über das Turnier und deine Matchups und sowas, deine Duelle? Ja, genau, das kann ich machen. Das Turnier war erstmal so, es wurden 60 Minuten gespielt, anstelle von 40 Minuten, wie es so normalerweise ist. Okay. Das war hauptsächlich wegen, wir mussten nach jedem Sucheffekt, mussten wir unsere Decks peilschaffeln. Okay. Und danach vom Gegner peilschaffeln lassen und dann doppelcutten und ja, das hat man halt zeitlich ganz stark gemerkt, dass man trotz 60 Minuten Zeit, die man hatte, nur ein Duell meistens geschafft hat. Mhm. Ja. Und ja, dann hat man halt 1-0 gewonnen und naja, ich meine, ich hatte gutes Sideboard eigentlich. Ich habe halt erstmal Runden gegen Necros gespielt, hatte auch gutes Sideboard gegen Necros, weil ich mich halt auf Witcherbeast vorbereitet habe. Mhm. Und dieses Witcherbeast Sideboard ist halt auch gut gegen Necros, aber ja, wenn man es halt nicht so richtig benutzen kann, weil man halt 1-0 verloren hat und die nach der Regel spielen, dass man nicht aufgeben kann zwischendurch, sondern okay, ja, man muss halt immer ans Herz der Karten glauben, haben sie gesagt, und man muss immer zu Ende spielen. Und ja, das war ein bisschen blöd, deswegen hat man ganz oft einfach 1-0 verloren, ohne zu boarden und naja, was soll ich machen? Dass ich Spiel 1 gegen Necros verliere, war mir klar, aber dass ich nicht mehr bohren darf, weil das erste Spiel schon vorbei, erst im Timeout vorbei ist, naja, das ist so bitter. Ist es halt. Ja. Und naja, demzufolge
lief es dann auch nicht so gut. Ich habe dann erst die dritte Runde gewonnen, da habe ich dann nicht gegen Nikos gespielt, sondern gegen Artefakt Hände. Eigentlich ein voll schlechtes Matchup für mich, ja. Weil wenn ich mit Hunting Ground die Backrow schieße und ich treffe ein Artefakt, dann mache ich halt richtig Minus. Ja. Aber naja, ich habe halt insofern gewonnen, weil ich halt wirklich eine richtig, richtig starke Hand gegen ihn hatte. Ich hatte halt, ich glaube, was weiß ich, ganz viel Harpien und zweimal dieses Historic Party, um alle wieder zu holen. Ja, da konnte er nicht viel machen. Vierte Runde hatte ich ein Feature-Match, konnte man sehen, da habe ich halt zweimal einen Sucheffekt vergessen. Das war ein bisschen unglücklich, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, da hatte ich auch keinen, da war mein Kopf auch schon tot, weil ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon keine Chance mehr weiterzukommen und ich weiß nicht, da habe ich nicht mal richtig nachgedacht, wie ich es vielleicht sonst gemacht hätte und naja, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich hätte es wahrscheinlich gewonnen, wenn ich die Sucheffekte nicht vergessen hätte. Aber das ist halt. Und letzte Runde habe ich gegen Io gespielt und ja, die habe ich auch verloren, aber die hätte ich nicht mal unbedingt verlieren müssen. Aber ich habe irgendwie, ich habe die Hand meines Gegners unterschätzt und habe deswegen kein Monster gesetzt. Ansonsten hätte ich das gewonnen, weil er hat einfach aus dem Nichts 8000 Schaden gemacht und naja, ich habe ihm das nicht so richtig gegeben. Mhm. War ein bisschen unglücklich. Und ja, und wie gesagt, die Spiele gingen ja meistens nur über ein Spiel, deswegen. Ja, das ist bitter. Aber ja, es war trotzdem ein sehr cooles Event. Vor allen Dingen der Sonntag, der hat mir sehr gut gefallen. Ja, das war alles sehr, sehr schön da. Kann ich mir vorstellen. Das Essen kann ich persönlich nicht empfehlen. Das war ist mir ein bisschen zu fischlastig. Und okay. Oktopus und was weiß ich und Tofu und naja, das ist nicht so meins. Kann man mögen, muss man aber nicht, sag ich mal. Ansonsten hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zur WM oder vielleicht was du anders gemacht hättest oder sowas? Naja, im Nachhinein hätte ich vielleicht. Es gab einen Zeitpunkt, da habe ich selber überlegt, ob ich selber Nekro spielen soll. Ja. Und ich hätte vielleicht mein Bauchgefühl nachgeben sollen und das machen sollen, aber ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich hätte wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es denn gelaufen wäre, wenn ich es gespielt hätte. Mhm. Ist schwer zu sagen. Und naja, also ich hätte ein anderes Deck spielen sollen im Endeffekt, aber ja, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand es vollkommen okay. Der Spaß steht im Vordergrund für mich persönlich und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allem die ganzen Leute zu treffen, die waren alle richtig cool. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe ehrlich gesagt von dem einen oder anderen gedacht, dass die ein bisschen arroganter sind, aber war nicht der Fall. Ja. Die waren alle super korrekt, super, super nett. Es war eine richtig schöne Zeit mit denen. Alles klar. Willst du vielleicht noch irgendjemanden grüßen oder so? Leute, mit denen du getestet hast oder sowas? Ja, ich möchte den Rusty Alva grüßen. Der hat mich dazu im Endeffekt bewogen, das Deck zu spielen. Und den Dave Grabert aus Berlin. Und ja, das war's. Alles klar, danke dir.